Servus, Ferri hier von Radio Galaxy und heute ist es wieder Zeit für den FCI-Talk bei mir, beziehungsweise eigentlich bin ich ja bei ihm heute beim FCI, Patrick Susek, 19 Jahre alt, Mittelfeldspieler, du bist quasi aufgewachsen hier in Ingolstadt, der Region, bist hier zur Schule gegangen und bist, wenn man so will, den steinigen Weg eines Profis gegangen. Meines Wissens nach warst du ja auch zeitweise jetzt verletzt, ein Mittelfußbruch, wenn ich mich nicht täusche. Genau, deswegen jetzt die Frage, mittlerweile alles auskuriert. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, alles ist wieder in Ordnung, ich fühle mich gut, bin wieder voll dabei im Training, kann auch spielen, also alles bestens. Das heißt, du hattest eine Zeit lang eine Reha, wie ist das abgelaufen? Ja genau, also ich war hier am Gelände, habe mit den Physios zusammengearbeitet, oben im Kraftraum, viel gearbeitet, auch an meinem Fuß, damit er wieder so schnell es geht wieder fit wird. Und das war eine lange Zeit, aber ich habe es überstanden. Sehr, sehr gut. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Du bist quasi Schanzer Eigengewächs, bist den steinigen Weg eines Profis gegangen. Kannst du mal kurz ein bisschen deinen Werdegang erzählen? Also wie hat es bei dir angefangen mit Fußball und wie bist du hierher gekommen? Ja, also mein Werdegang war, dass ich Handball gespielt habe. Als kleines Kind noch, weil ich aus einer Handballerfamilie komme. Irgendwann ging es dann nach draußen auf dem Fußballplatz. Dann habe ich das Kicken da angefangen und dann war mir auch relativ schnell klar, dass es dann nur noch das Fußball gibt. Und dann bin ich 2011 hierher gewechselt und habe die sämtliche Jugendmannschaften durchstritten und bin jetzt hier ganz oben angelangt und habe noch einiges vor mir. Das ist sehr, sehr gut. Es ist auch manchmal so, ich meine, das ist sicherlich ein Weg, den viele gerne gehen wollen, nicht jeder schafft es. Musste ich manchmal noch so ein bisschen zwicken, so dass du das wow, krass, Traum der in Erfüllung gegangen ist? Also man denkt schon oft noch an die Jugendzeit und was man sich alles vorgenommen hat und wie schön es dann war, immer als Jugendspieler die Profis auf dem Trainingsplatz zu sehen oder mal reinschnuppern zu dürfen. Und jetzt halt sozusagen so als Profi genannt zu werden, das ist schon was Besonderes für mich. Du warst hier quasi auch im Nachwuchsleistungszentrum, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Wie läuft das denn ab? Also wie wichtig ist es das oder wie ist dieses Nachwuchsleistungszentrum? Also hat dir das viel gebracht und wie läuft das ab? Ja, also ich würde schon sagen, dass es viel bringt, weil halt auch viele Trainer auch angestellt hier sind und sich nur damit befassen. Und na klar, wenn in unteren Jugenden macht es nicht so viel Unterschied, ob du jetzt halt bei einem kleineren Verein spielst oder bei einem großen, aber desto höher man kommt, desto wichtiger ist es auch, in welcher Liga du spielst. Und dadurch, dass man halt hier beim FC Ingolstadt mittlerweile oft Bundesliga auch spielt oder in der zweithöchsten Jugendliga spielt, ist es schon wichtig. Mhm. Vielleicht auch noch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du. Ich habe einen Kollegen, das ist der Manu, den glaube ich kennst du auch. Ja. Es gibt immer so Gerüchte, er sagt, er hat dir geholfen beim Weg zum Profi. Was ist denn da dran? Oder verarscht er uns? Was heißt verarschen? Ich kenne Manu halt von meiner Zeit, wo ich noch zu Hause gelebt habe, in meinem Kinderhaus, sag ich jetzt mal. Und Manu war Eishockeyspieler. Und ich habe ihn dann irgendwann mal kennengelernt und wir sind dann immer Eishockey spielen gegangen. Vielleicht habe ich so ein bisschen Härte von ihm mitgenommen, weil Manu ist ja auf jeden Fall ein harter Kerl. Das würde er gerne haben. Manu, sehr gut. Also ist ein bisschen was an seinen Geschichten dran. So, ganz wichtig, so als Profi, denke ich mal, verdient man jetzt gar nicht mal so schlecht, denke ich. Wir wollen jetzt keine Zahlen nennen, aber was hast du dir von deinem ersten Profigehalt geleistet? Also, weiß ich, kannst du dich noch erinnern? Ja, ich kann mich noch erinnern, also von meinem ersten Gehalt beim FC Ingolstadt habe ich mir tatsächlich eine Lederjacke gekauft. Und die trage ich bis heute noch, weil das einfach so ein Symbol ist für mich. Von meinem ersten Profigehalt weiß ich es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Gut, cool. Also das ist die Lederjacke noch, also war es wahrscheinlich gar keine so schlechte. Auf jeden Fall. Okay, was hättest du gemacht, wenn es jetzt vielleicht immer mit der Profikarriere nicht geklappt hätte? Hättest du Alternativpläne gehabt? Was wärst du heute sonst? Ja, also Alternativplan direkt nein, aber ich hätte auf jeden Fall erstmal meine Schule weitergemacht und das wäre ja dann noch 2 Jahre weitergegangen und dann in den 2 Jahren passiert so viel, deswegen, ja. Du hast ja selbst gesagt, das ist erst der Anfang. Gibt es Träume, die du vielleicht auch hast oder irgendeine Traummannschaft, die du vielleicht irgendwann mal kicken möchtest? Ja, also ich habe viele Träume, vor allem im Fußball, wenn man dann irgendwie Bundesliga, Premier League schaut oder Spanien, dann hat man natürlich Träume und dadurch, dass ich mich in den letzten Monaten und Jahren so viel mit dem englischen Fußball beschäftige, ist es schon auf jeden Fall ein Traum, mal in der Premier League spielen zu können.
Dafür arbeite ich auf jeden Fall. Mhm. Nochmal ganz kurz zu dir, auch privat so. Du bist Ingolstädter. Wo trifft man dich? Wo gehst du gerne hin? Fangen wir damit an. Ja, also tatsächlich treibe ich mich nicht so oft in der Stadt rum. Ich bin nicht so der Mensch, der oft irgendwie abends rausgeht, sondern ich bin dann eher so der, der mit Freunden zu Hause ist, irgendwelche Karten oder Brettspiele spielt oder halt mal einen Film schaut im Kino. Also da sieht man mich jetzt nicht oft draußen, aber ich gehe gerne essen, auch in Ingolstadt, in der Stadt. Das ist so das, wo man mich mal sehen könnte. Hm. Noch ein kleines Gedankenspiel, geh mal davon aus, du hast Gäste von außerhalb so und du müsstest in Ingolstadt zeigen. Was wären so Dinge, die du ihnen zeigen würdest? Boah, das ist schwer. Also ich sage jetzt mal so, die schönsten Orte in Ingolstadt gibt es jetzt nicht, wie wenn man jetzt halt irgendwie in Berlin oder in Hamburg ist. Aber ich würde ihnen auf jeden Fall den Glänzepark zeigen. Dann hier unser schönen Audi Sportpark, weil ich halt natürlich auch meinen Freunden zeigen will, wo meine Arbeit ist. Und dann mal den Rathausplatz und die Innenstadt auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall alles schöne Orte. Kommen wir auch noch mal ganz kurz zum Sportlichen, ganz klar. Es geht jetzt dann kommendes Wochenende weiter in der dritten Liga und da erwartet ja durchaus ein Hammerspiel. Platz 2 gegen Platz 1. Duisburg ist zu Gast hier im Audi Sportpark. Nee, wir sind in Duisburg. Genau. So rum war's. Können wir schneiden? Nein, passt alles. sagen wir mal, worauf kommt es jetzt an? Ja, es kommt auf jeden Fall darauf an, dass wir alles reinwerfen, dass wir 100% geben, dass wir als Mannschaft zusammen agieren, dass jeder für den Einzelnen kämpft und da ist. Auch jetzt hat die ersten 11 und die 7, die draußen sitzen, dass jeder für einen da ist und dass wir das gemeinsam anpacken. Weil Duisburg ist auf jeden Fall eine richtig gute Mannschaft. Die sind nicht umsonst ganz oben und da heißt es dagegenhalten und ein gutes Spiel abzuliefern. Auch so eine ganz fiese Frage. Wo sehen wir den FC Ingolstadt am Ende der Saison? Am Ende der Saison, das weiß man nicht. Wir schauen von Spiel zu Spiel, jetzt ist erstmal Duisburg dran und darauf richten wir unsere Augen. Okay, sehr, sehr vernünftig. Ich wünsche natürlich viel Glück für das Spiel, aber ich habe noch was vorbereitet, apropos Spiel. Wie du ja schon festgestellt hast, haben wir hier einen kleinen Pokal. Ja. Da sind mehrere Zettel drin mit verschiedenen bunten Fragen. Ich habe gesagt, wir nehmen einfach 3, du darfst wählen, manche sind ja, fies sind sie nicht wirklich, ja. Aber es sind dann einfach buntere Fragen und ja, ich würde sagen, du ziehst jetzt einfach mal einen Zettel. Theoretisch sollten die roten die härteren sein, die blauen die weniger härteren, aber vielleicht war es auch andersrum, bin ich mir sicher. So. Was wärst du geworden, wenn du kein Profisportler geworden wärst? Ich muss tatsächlich sagen, dass mich der Beruf Polizist, der reizt mich so ein bisschen, weil auch zwei Kumpel von mir den Beruf machen, reizt mich der schon ein bisschen, weil das halt auch ein bisschen sportlicher geht. Dann muss ich schon sagen, dass Polizist schon ein cooler Beruf ist. Auf jeden Fall. Finde ich schon mal gut. Daumen hoch von meiner Seite. Zieh noch eine. Zieh mal eine blaue. Ja, bin jetzt auch gespannt. Für was gibst du das meiste Geld aus? Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, dass ich das für Essen ausgebe. Also das meiste Geld, weil ich sehr, sehr gerne abends essen gehe oder auch mittags mit Familie, Freunden und da einfach die Zeit verbringe, dass ich da dafür mein meistes Geld ausgebe. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, aber schon eher gesundes Essen, oder? Gehst ja, jetzt nicht auf jeden Fall. Okay. Nee, also ich habe jetzt mir auch auf jeden Fall fürs neue Jahr auch wieder vorgenommen, dass ich auf jeden Fall auf meine Ernährung noch mehr achte wie schon davor, dass ich da ein bisschen mehr Disziplin habe. Also das war jetzt davor nicht schlecht, aber dass ich noch ein bisschen mehr Wert drauf lege. Okay. Und die letzte, die alles entscheidende Frage. Du darfst einen Tag eine andere Person sein. Wer würdest du sein? Oh, das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Frage. Ich glaube, ich würde mich auf jeden Fall an einen Spieler irgendwo im Profisport wenden, sei es jetzt in der Bundesliga oder in der Premier League. So genau, wüsste ich jetzt nicht. Aber tatsächlich würde es mich auch mal interessieren, wie es für einen Ex-Profi ist. Das heißt jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, weiß nicht, David Beckham oder so, für so einen Spieler, wie so sein Leben nach der Karriere ist. Das finde ich sehr interessant. Ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht mit Victoria Beckham, aber das nur so am Rande. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Okay. Super, und jetzt trainieren wir, oder? So sieht's aus. Okay, war ein Gag, ich gehe nicht trainieren.